Ich bitte die Mechthild Schäfer nach vor. Ich habe schon gesagt, Sie haben den Weg aus München angetreten. Ich habe hier ein bisschen was stehen über Sie und würde das gerne einfach vortragen, damit die Leute auch wissen, mit wem sie es zu tun haben. Mechthild Schäfer ist Diplombiologin und habilitierte Psychologin. Sie ist Professorin am Department Psychologie, angewandte Sozialpsychologie und Beratungspsychologie der Ludwig-Maximilians-Universität München. Mechthild Schäfer lehrt und forscht über Beziehungseffekte, Gruppendynamik beim Mobbing sowie Gesprächsführung in komplexen Systemen. Und der Titel ihres Vortrags ist Mobbing, der richtige Blick in die falsche Richtung. Bitte. Zurück. Und wo ist der Pointer? Da, wunderbar. Vielleicht kriegen wir das hin. Ja, auch von mir einen schönen Nachmittag und ein ganz herzliches Dankeschön erstmal an die Frau Meier, die im Vorfeld schon so wunderbar betreut hat und überhaupt für die Einladung hierher. Von Ihnen kam auch die Ansage, machen Sie die Verbindung zu Prävention. Und ich habe mir überlegt, ja, wieso habe ich ein Problem damit? Ja, Forschung ist eigentlich genau dafür da, um die Basis für Prävention zu geben. Das heißt also, Forschung ist Vorarbeit für Prävention. Die zweite Vorgabe oder die zweite Einleitung wäre, mir hat gerade jemand aus meinem Team noch geschrieben, es ist in den österreichischen Medien, glaube ich, gestern mal tierisch rumgegangen, dass in Niederösterreich, richtig, ein Mädchen zusammengeschlagen worden ist und dass es tatsächlich 4 Millionen Klicks gebraucht hat, bis dieses Video wieder aus dem Netz war. Wir sind alle empört. Aber 4 Millionen Klicks bedeutet zunächst mal, 4 Millionen Leute haben es angeschaut. Und das eine, was möglicherweise oder mit Sicherheit nicht bei Ihnen, aber immer noch ganz häufig passiert, und ich weiß nicht, war vor 6 Tagen in Bregenz an der Gallo-Schule und auch da wurde das bestätigt, wir gucken darauf und denken, wie kann das jemand tun? Die andere Frage ist, wie kann das jemand zulassen? Wie kann jemand glauben, dass wenn er ein Video davon dreht, dass er dadurch Popularität kriegt? Das heißt, es geht eben nicht nur um die, die es machen, sondern tatsächlich um die, die das Forum dafür geben, dass man damit Status, Coolness, was auch immer erreichen kann. Und das ist im Wesentlichen das, worüber dieser Vortrag hier auch gehen wird. Nicht nur um die Frage Mobbing als funktionales Verhalten, jemand will Status haben, sondern tatsächlich um die Frage, was passiert in der Klasse, damit das System funktioniert. Weil jemand, der sich einfach nur hinstellt und sagt, ich will Status, da sagen die anderen, hier komm, kannst du uns mal. Nein, es muss etwas in der Klasse passieren und unsere Auffassung und vermutlich auch Ihre Auffassung ist, je besser wir die Mechanismen durchschauen, je besser wir das System Mobbing erklären können, das heißt, je mehr Kinder wir gefragt haben und je klüger wir es angestellt haben, sie zu befragen und von ihnen valide, das heißt der Realität entsprechende Informationen zu kriegen, je besser kann auch Präventionsarbeit sein, weil sie eben an den richtigen Stellen ansetzt und nicht bestimmte Dinge möglicherweise vergisst, entweder weil wir noch nicht weit genug sind mit der Forschung und auf die Art und Weise bestimmte Effekte von hinten wieder reinkommen. Das heißt, man versucht sozusagen sehr gute Prävention zu machen, hat man vor 20 Jahren, 30 Jahren angefangen, hat auf Opfer und Täter gestarrt, hat sich gedacht, wir therapieren an denen mal ein bisschen rum und dann ist gut. Und es hat sich einfach herausgestellt, es hat sich nichts verändert dadurch. Das heißt, der Ansatz war gut gemeint, hatte sicher auch positive Effekte, gar keine Frage. Aber nicht so viel Effekt, wie eine gute Prävention haben könnte, wenn sie das Phänomen als Ganzes anguckt. Vor allem, weil dadurch dann auch Nachhaltigkeit gesichert werden kann. Ja, und vielleicht noch dritte Ansage, fiel mir heute Morgen so ein, wenn Sie zum Arzt gehen mit, weiß ich nicht, Bein tut weh, was wünschen Sie sich? Ja. Schmerzfreiheit, was würden Sie sich aber gerne auch noch wünschen? Dass Ihnen jemand zuhört? Ja, das könnte jetzt ein guter Freund oder eine Freundin auch machen. Ja. Genau, und dafür braucht es eine saubere Diagnose. Das ist genau der Punkt. Man kann, wie gesagt, denke ich mir, durch Zuhören wird man etwas erreichen, das ist gar keine Frage. Auch die Psyche wirkt, auch wenn der Körper krank ist, massiv mit, das ist keine Frage. Schmerzfreiheit, ja, man kann Symptome bekämpfen, ohne aber wirklich die Ursache zu bekämpfen. Das heißt, das wäre jetzt so das dritte Plädoyer dafür, um Sie zu motivieren, tatsächlich die wissenschaftliche Perspektive anzugucken. Ich werde Ihnen an ein paar Stellen etwas zumuten, was vielleicht
ein bisschen schwierig ist. Ich werde mir große Mühe geben, Ihnen die Dinge so gut zu erklären, dass Sie folgen können. Und wie vorhin schon gesagt wird, wenn noch Rückfragen sind, kann man die im Laufe der Veranstaltung stellen. Wenn Sie irgendwas gar nicht verstanden haben, sofort melden. Das wäre noch wichtig. Und das Dritte ist, wir haben auch einen großen Teil dieses Vortrags zusammengeschrieben. Die Folien gebe ich nicht ganz so gerne aus der Hand, habe ich vorhin auch schon gesagt. Es ist mir einfach schon zu häufig passiert, dass ich meine eigenen Rechtschreibfehler auf fremden Folien gefunden habe. Und daraus lernt man irgendwann auf der anderen Seite. Das Wissen der Forschung sollte in jedem Fall und möglichst schnell immer in die Praxis kommen, damit tatsächlich mit diesem Phänomen gut gearbeitet werden kann und, wie Sie schon gesagt haben, frühzeitig erkannt und möglichst dazu beitragen kann, die Praxis, dass es sich erst gar nicht manifestiert. So, das ist eine typische Klasse, eine typische achte Klasse. Was Sie sehen, sind viele bunte Punkte, Vierecke und Kreise. Ist das okay? Ich werde jetzt wahrscheinlich ein bisschen schneller reden. Also Sie machen sonst einfach mal Stopp oder so, ist okay. Gut, das sind Kinder, Jungen und Mädchen. Die Farben dürfen Sie jetzt ruhig mal erst weglassen. Das bezeichnet Rollen. Das ist im Moment noch nicht wichtig. Die Pfeile sind wichtig. Jeder Pfeil bedeutet die Information eines Kindes, dass es ein anderes Kind mag. Das heißt, die Basis unserer Arbeit ist Peer Report. Wir fragen, wer in eurer Klasse und bei dieser Grafik oder diesem Netzwerk fragen wir zum Beispiel, wen magst du am liebsten? Da nennen Kinder in der Regel 2, 3, 4, 5 Leute. Das haben wir für diese achte Klasse, die absolut typisch ist für die Netzwerke, die wir finden. Und wir haben sicher schon 150 Klassen inzwischen untersucht, also richtig viele Kinder. Was bedeutsam ist und weshalb ich es Ihnen zeige, häufig ist ja auch so ein bisschen die Angst, Kinder werden isoliert. Ja, werden sie. Es werden Kinder durch Mobbing aus der Klasse rausgedrängt, sodass man aus der Perspektive des Kindeswohls auch wirklich sagen muss, nein, hier ist ein Stuhlwechsel tatsächlich das Einzige, was noch geht. Für die Prävention und auch die Intervention machen, ist aber trotzdem wichtig. Sie sehen, hier ist kein Kind ohne Verbindung. Bei diesem Kind könnte man sagen, okay, das hat keinen Pfeil von den anderen, aber es hat noch Pfeile zu anderen. Das heißt, es benennt noch Kinder, die es mag. Und damit hat man immer noch eine Basis zur Arbeit. Und das ist, wie gesagt, typisch. Es gibt sehr wenig Klassen, wo wir ganz isolierte Kinder finden. Das sollte uns zunächst mal optimistisch stimmen. So. Ich klicke es mal hin und zurück und Sie sehen, es sind die gleichen Kinder in den gleichen Positionen. Was vermuten Sie, was Sie hier sehen? Die Antwort auf die Frage, wen magst du am wenigsten gern, neben wem möchtest du ungern sitzen in deiner Klasse? Like least nennen wir das, also am wenigsten gemocht. Wieder jeder rote Pfeil ist eine Information und Sie sehen, es sind mehrere Kinder, die auch, irgendwie habe ich Koordinierungsschwierigkeiten, oder? Oder tut das Ding nicht? Da, jetzt tut er wieder. Gut, Sie sehen, hier landen sehr viele rote Pfeile, hier oben landen viele rote Pfeile, hier oben landen viele rote Pfeile. Aber Sie merken, die landen auch auf verschiedenen Farben. Also hier haben wir rot, hier haben wir blau, hier haben wir grau hier oben. Das heißt, like most ist eine Sache, die häufig zu Netzwerken positiv führt, während sich like least, also das Nichtmögen, eher über die ganze Klasse verteilt und auf bestimmte Kinder fokussiert. So, das wollte ich Ihnen eigentlich gar nicht zeigen, das ist nur ein kurzer Hinweis. Wir haben vor ungefähr einem Jahr ein Kinderbuch veröffentlicht und zwar, ich weiß nicht, kennt man das hier auch, Pixi-Bücher? Das ist das, wo Kinder im Zigarettenladen dann sagen, hier will ich haben oder so. Es gibt auch eine Reihe Pixi-Fachwissen beim Carlsen Verlag und die haben uns gefragt, ob wir ein Mobbingbuch für Grundschulkinder machen können, das heißt bis ungefähr zum Alter von 12 Jahren. Wir haben gesagt, machen wir total gern aktuelle Forschung runterbrechen auf das Verständnis von Kindern, ist eine wunderbare Herausforderung. Wir haben richtig viel Spaß gehabt. Ich habe das mit Klaus Starch gemacht, der auch hier in Österreich lebt und als Jurist und eigentlich Manager inzwischen zu unserer Gruppe gestoßen ist und sie sehr bereichert mit seinem ganz anderen Erfahrungsschatz. Und wir haben auch Arbeitsblätter dazu gemacht. Das heißt, diejenigen, die sagen, oh, das würde ich gerne mal versuchen mit meiner Klasse, mit meiner Schule. Bei uns gibt es welche. In Bregenz haben sich inzwischen auch 3 Leute vom letzten Vortrag schon gemeldet und gesagt, würde ich gerne mal machen. Ein Buch, was das Phänomen kindlich erklärt und Arbeitsblätter dazu, die man in der Grundschule oder in der ganz frühen weiterführenden Schule verwenden kann. Unsere Hoffnung war, und das ist jetzt ein bisschen arrogant und die Lehrer, die hier sind, bitte ich um Verzeihung, weil die trifft es ganz sicher nicht. Es gibt immer noch relativ viele Lehrer,
die so tun, wenn ich etwas nicht sehe, ist es nicht da. Schreibt man eigentlich eher so 5- bis 6-jährigen Kindern zu, das klebrige Bonbon in der Hosentasche. Man hält es ganz fest, aber man hat es ganz sicher nicht genommen. Unsere Hoffnung war, wenn wenigstens die Kinder in der Klasse verstehen, was bei Mobbing einfach eigentlich passiert, ist das schon eine gute Basis, weil ich nehme schon eine Folie vorweg. Die beste Prävention und Intervention, das bestätigen Evaluationsstudien. Evaluationsstudien sind die, die gemacht werden, um die Wirksamkeit von Interventions- und Präventionsprojekten zu unterstützen. Zu gucken, wirken die tatsächlich. Und die wirkungsvollste Methode kommt aus der Klasse selber. Das heißt, wenn man die Klasse stärkt, hat man eine wunderbare Mehrheit von 25 mit 30 Kindern, die wirklich gegen Mobbing ihr System, ihre Klasse und ihr Miteinander schützen können. So, die Definition muss ich Ihnen eigentlich nicht erzählen zu Mobbing, das wissen Sie mindestens so gut wie ich. Auf der anderen Seite müssen wir trotzdem gucken, dass wir über das Gleiche sprechen, hier von Kai Björkqvist. Mobbing ist kein neues Phänomen, sondern schlicht eine soziale Form von Aggression. Eine zweite Definition, die schon nicht mehr so bekannt ist: Mobbing ist wiederholter und systematischer Missbrauch sozialer Macht. Das heißt, Mobbing basiert eigentlich auf dem Prinzip Terror. Kinder kommen in die Klasse und sie wissen ganz genau, irgendwann heute wird es passieren. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich weiß nicht, wann es ist. Aber es wird passieren und ganz sicher ist, ich stehe unglaublich dämlich da und alle anderen finden es wahnsinnig komisch. In kontrollfreien Räumen, das ist immer eine nette Frage, weil da würde ich Sie jetzt gerne fragen, wenn Sie die Möglichkeit haben, Mobbing an einer Schule zu diagnostizieren und Sie haben nur einen Ort, wo Sie hingehen dürfen, um eine gute Abschätzung zu machen. Wo gehen Sie hin? Nein. Nein. Bitte? Meinen Sie damit Lehrerzimmer? Ja, dann haben Sie recht. Wunderbar, es hat sich langsam durchgesetzt. Einige von Ihnen kennen Albert Bandura, der hat über Modelllernen viel, viel gute Forschung gemacht, schon vor 40, 50, 60 Jahren. Und Mobbing findet statt in hierarchisch strukturierten Systemen. Das ist die Schule, da ist auch nichts Negatives zunächst dran, egal wie man zur Hierarchie sonst steht. Und ein Prinzip, was ganz sicher wird und auch ganz klar identifizierbar ist, so wie der Schulleiter mit den Lehrern umgeht, gehen die Lehrer mit den Lehrern um, gehen die Lehrer mit den Schülern um, gehen die Schüler mit den Schülern um. Das heißt, soziale Normen oder die Gültigkeit, und Sie haben vorhin von Respekt gesprochen, das heißt, der Wert von Respekt oder Respekt als eine soziale Norm, die alle teilen an einer Schule, ist ganz bedeutsam, dass sie durch das ganze System wirklich überzeugend gelebt wird. Das klingt wahnsinnig idealistisch. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, wenn wir es nicht machen, können wir die Nummer vergessen. Der ein oder andere von Ihnen weiß, was intermittierende Verstärkung ist. Das ist, der eine sagt was dagegen und der andere sagt nichts. Oder der eine hält sich an die Norm und der andere nicht. Für Schüler, die mobben, ist das klasse. Die haben meistens eine 1:1 Chance, dass sie Erfolg haben. Wissen Sie, mit welchen Probabilitäten Sie in etwa Lotto spielen und auch immer auf Glück hoffen? Das heißt, es ist eine absolut verstärkende oder Mobbing verstärkende Aktion, wenn sich ein System nicht konsequent daran hält, wenn sich nicht die Lehrer wirklich daran halten, dass Respekt ein Basiswert ist und die Kinder, die ja in der Mathematik die Kompetenz der Lehrer in jedem Fall akzeptieren und glauben sollen, die dem Schulleiter glauben sollen, dass er seine Schule in einer konstruktiven Art und Weise im Griff hat. Wenn die diese Norm nicht wirklich runter transferieren, wieso sollen die Kinder dann glauben, dass es tatsächlich ein Wert ist, an den sie sich halten müssen? Ein bisschen abgelutscht möglicherweise inzwischen, aber ich denke, es ist auch an österreichischen Schulen so. Es ist eine Regel, dass man pünktlich in die Schule kommt. Es ist eine Regel, dass man kein Kaugummi kaut. Es ist eine Regel, dass das Mobile nicht angestellt wird. Es ist eine Regel, dass man auf dem Gang nicht läuft. Es ist eine Regel, dass man sich nicht prügelt. Es ist eine Regel, dass man seine Hausaufgaben macht. All diese Regeln werden mit relativ klaren Sanktionen meistens auch wird erzeugt, dass die eingehalten werden. Beim Mobbing ist das relativ unklar. Welche Schlussfolgerung können Sie eigentlich ziehen, wenn jede Regel eigentlich klar auch immer mit der Konsequenz benannt ist? Und bei Mobbing nicht.
eigentlich wäre die, muss ja in Ordnung sein, da kommt man wohl irgendwie durch. Klingt relativ banal, aber wenn Sie es mal durchdenken oder wenn Sie möglicherweise Kinder haben, wo Sie, ja wie gesagt, Sie lieben und hier und da, vor allen Dingen, wenn Sie pubertierend sind, Sie zwischendurch auch mal an die Wand nageln möchten, aber eins wissen Sie ganz sicher, Konsequenz ist ganz bedeutsam und viele von Ihnen machen auch die Erfahrung, Sie sagen, ja vielleicht, ja, geht und dann sagen Sie so und jetzt wird's gemacht. Und plötzlich passiert's. Und wieso ging das jetzt so einfach? Wie gesagt, Konsequenz ist tatsächlich bedeutsam, um die Regel, wir wollen respektvoll miteinander umgehen und sie muss im ganzen System klar erkennbar sein. Eine weitere Definition, Mobbing ist funktionales Verhalten. Das heißt, wir verabschieden uns ganz klar von der Idee, da ist einer aggressiv, der kann es nicht besser, der ist böse oder sonst was. Nein, ist er definitiv nicht. Man kann Mobbing wunderbar erklären, ohne dass man das Konzept der Bösartigkeit braucht. Aggression ist ein unglaublich erfolgreiches Verhalten in der Regel. Es geht wahnsinnig schnell und die Erfolgswahrscheinlichkeit ist außerordentlich groß. Wenn ich diese Strategie gelernt habe, warum soll ich mich eigentlich davon überzeugen lassen, dass eine andere besser wäre? Sei doch lieb, ich weiß doch, wie ich meine Sachen durchsetze. Ich werde es also versuchen. Und an dieser Stelle ist die Aufgabe nicht nur von Eltern, sondern auch von Schule ganz klar zu sagen, genau bis hierhin und nicht weiter. Ist kein Problem. Ich habe es gerade noch vor dem Vortrag auf leise gestellt. Ich vergesse das auch sehr leicht. Das heißt, es bedeutet, Mobbing ist zweckgerichtet eingesetzte Aggression zur Erlangung oder zum Erhalt von Macht und Dominanz. So, changing perspective is changing the system. Das genau ist der Punkt. Wir müssen uns tatsächlich davon verabschieden und da renne ich bei Ihnen wahrscheinlich offene Türen ein, auf Opfer und Täter zu gucken, sondern wir müssen das System angucken. Das sind in einer Klasse von 25 Kindern haben wir ein Opfer, einen Täter und wir haben 23 Kinder, die dazwischen sind. Und die sind diejenigen, die es bewegen können, wenn wir gute Prävention machen. Meine Arbeitsgruppe vielleicht noch kurz, Klaus Starch hatte ich schon erwähnt, Hannes Letsch ist Doktorand, Marlene Stoiber ist Doktorand und haben massiv zu dieser Forschung beigetragen, wie aber auch viele Studenten, die in Seminaren immer wieder mit guten Ideen uns unterstützen und anregen, um tatsächlich auch präventiv zumindest Material zu liefern, mit dem Lehrer arbeiten können. Wir brauchen zwei Analysen. Mobbing ist ein Gruppenphänomen, bedeutet überall dann, wenn eine Gruppe unter bestimmten Bedingungen zusammenkommt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Mobbing stattfindet. Das bedeutet hierarchisches System auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Gruppe ist nicht frei gewählt und man kommt nicht ohne weiteres raus. Das sind die klassischen Bedingungen, unter denen die Wahrscheinlichkeit, dass Mobbing stattfindet, größer wird, wenn Sie in Sportvereinen erleben, Kinder gehen in Sportverein, werden schlecht behandelt, die sagen, nö, dann macht ihr das halt ohne mich, ich gehe wieder. Außerdem ist Mobbing ein Gruppenprozess, das ist das, wo eben die verschiedenen Rollen, die Sie schon gesehen haben und ich Ihnen einiges an Forschung darüber erzählen würde, eine bedeutsame Rolle spielen und eine starke Situation und das ist das, was wir, glaube ich, alle wollen. Wenn Mobbing stattfindet, dann wünschen wir uns alle, dass die Kinder wissen, nein, hier ist meine individuelle Beurteilung und die meisten Kinder finden Mobbing außerordentlich doof tatsächlich wichtig und ich sollte mich entsprechend verhalten. Das heißt, eine Situation, ich nehme sie wahr und zeige das adäquate Verhalten, zu schützen, abzuwehren. Und das wäre eben gleiches Verhalten in erwarteter Richtung. Das wäre eine starke Situation. Eine schwache Situation haben wir jetzt meistens. Dazu noch wieder ein Beispiel. Ich wohne in München-Schwabing. Da erleben Sie vor allen Dingen donnerstags oder freitagsabend so 15, 16, 17-Jährige, aber das gibt es hier sicher genauso, die so in Gruppen von 10 Leuten irgendwie rumlaufen, abends so 6, 7, 8, einige haben eine Bierflasche in der Hand, ist auch wieder nicht, besonders schichtspezifisch, ja, da sehen Sie genauso viele Gymnasiasten wie alles andere auch. Und was spannend ist, wenn Sie in einem Café sitzen, die rennen von da nach da, plötzlich kommen sie wieder zurück, rennen von da nach da, dann rennen sie in eine andere Richtung, man fragt sich ganz, was machen die da eigentlich? Und das Interessante ist, wenn Sie 2/3 dieser Gruppe fragen würden, wo lauft ihr eigentlich hin, was würden die antworten? Keine Ahnung, ganz genau. Das gibt es unter Erwachsenen auch. Also wenn Sie in einer größeren Gruppe versuchen, abends irgendwo zum Essen hinzugehen, kann so ein ähnliches Phänomen auftreten. Aber der Witz ist, wir haben das Phänomen der Konformität. Das heißt, Kinder folgen Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Wir als soziale Wesen haben auch ein bestimmtes Programm, was auch sinnvoll ist,
der Gruppe zu folgen, der Mehrheit zu folgen. Und auch das spielt bei Mobbing eine ganz bedeutsame Rolle. Und in einer schwachen Situation, wenn nicht klargestellt ist, an dieser Schule findet kein Mobbing statt, das ist nicht akzeptiertes Verhalten. Und zwar nicht von Seiten der Schulleitung nicht, sondern es schützt uns alle, wenn wir das Phänomen kennen, rechtzeitig erkennen und rechtzeitig sagen, nee, wollen wir nicht, finden wir doof, ist hier einfach nicht erwünscht. Und im Moment ist es möglicherweise doch relativ häufig so, die einen machen was und die anderen denken sich, naja, ist einfach doch ein bisschen einfacher mitzugehen, als etwas dagegen zu tun. Werde ich noch etwas differenzierter darstellen. Gruppenphänomen hatte ich Ihnen schon erklärt. Genau, eine ganz alte Studie, die ich Ihnen aber ganz besonders gerne zeige. Kurt Lewin sagt vielleicht dem einen oder anderen was von Ihnen. Einer der wirklich renommierten deutschen Sozialpsychologen musste 34 oder so, schon nach Amerika auswandern. Er war Jude und seine Forschung ist auch ein Stück weit die Erklärung dessen, was in Deutschland stattgefunden hat. Ja, wie kann es sein, dass Gruppen einem bestimmten Führungsstil folgen, obwohl möglicherweise die individuellen Überzeugungen originär zumindest mal andere sind? Er hat Gruppenuntersuchungen in Amerika gemacht und was Sie hier sehen, ups, das war zu schnell. Hallo, jetzt macht es gar nicht mehr, was es soll. So, da war's. Was Sie hier sehen, ist das Verhalten, das heißt die Aggression, die von Kindern gezeigt wurde, wenn sie einen aggressiven Gruppenleiter hatten. Was Sie hier sehen, ist die Aggression, die gezeigt wurde, wenn die Kinder einen demokratischen Gruppenleiter hatten. Klingt jetzt relativ simpel, ist aber wirklich clever gemacht. Das heißt, diejenigen, die als Gruppenleiter dort auftraten, wurden geschult. Das heißt, die konnten sowohl autoritären Führungsstil wie demokratischen Führungsstil wie laissez-faire Führungsstil, sodass man Persönlichkeitseffekte tatsächlich rausrechnen konnte. Und was ganz klar war, dort, wo Aggression gezeigt wird in der Klasse oder ein autoritärer Führungsstil im Sinne von, es geht nicht, also Kritik auf die Person, nicht auf die Leistung, relativ wenig Interesse für das, was die Gruppe will, wenig Vorhersagbarkeit, dann zeigten die Kinder deutlich mehr Aggression, als wenn sie einbezogen werden. Sie müssen nicht den Stundenverlauf bestimmen, aber es sollte für sie planbar sein. Sie sollten den Eindruck haben, dass ihr Interesse auch eine Bedeutung hat. Sie alle wissen, Autonomie erleben, Kompetenz erleben und soziale Eingebunden sind die drei Faktoren, die über Motivation entscheiden. Und das ist genau das, was bei einem demokratischen Führungsstil rauskommt. Das heißt, die Lehrer, die sehr autoritär agieren, werden auch die Aggressivität ihrer Schüler fordern. So, und jetzt kommt jemand und sagt, wieso, wenn ich eine ganz klare Ansage mache, ist in meiner Klasse Ruhe. Was sagen Sie? Der hat recht. Nur, sobald er die Klasse verlassen hat, geht's richtig zur Sache. Das heißt, dann haben wir sehr viel aufgestaute Frustration und wir haben das Modell des Lehrers. Der hat Macht, der kann uns sagen, dass wir uns so und so verhalten müssen. Und das ist ein wunderbares Modell. Wenn das hier an der Schule erlaubt ist, versuchen wir das doch auch mal. So, die ist jetzt ein bisschen schwierig, die Grafik, das gebe ich zu, aber ich versuche Ihnen, sie erst zügig und sehr schnell durchzuleiten. Die Frage war, schaffen Schüler, die gerne Dominanz in der Klasse haben, was sie wollen? Was Sie hier sehen, die Punkte, das sind lauter von den Mitschülern als Bully identifizierte Kinder. Das heißt, viele in der Klasse haben gesagt, der überlegt sich immer wieder was Neues, um andere zu schikanieren. Der ist auch mal verbal grob, der ist auch im Internet grob und degradiert einfach, aber hat dabei immer eine Führungsposition. Was wir jetzt geschaut haben, wie haben die Kinder, die schon diese Bully-Rolle haben, wie viel Ressourcenkontrolle haben sie? Ressourcen sind soziale, emotionale und materielle. Da fragt man dann zum Beispiel, wer von euch kriegt immer den besten Platz, wenn er den gerne möchte? Auf wen wird gehört, wenn es um die Entscheidung geht, wohin man den Klassenausflug macht und so weiter? Wir haben auf der einen Seite, können Sie den roten Punkt wenigstens sehen? Also ich sehe den nur sehr schwach. Die Kinder, die aggressives Verhalten zeigen, also die zur Pro-Bully-Gruppe gehören, und wir haben hier auf der anderen Seite die Kinder, die zur Anti-Bully-Gruppe gehören, also bei 1. Und wir haben geguckt, wer nominiert denn jetzt die Täter auf Ressourcenkontrolle? Und wer nominiert sie hoch? Was Sie sehen, ist die Kinder,
die Ressourcenkontrolle haben, das heißt, die hohen Werte haben, werden sowohl von den Pro-Bullies, also denen, die auch Aggression zeigen, wie von den Anti-Bullies gleichermaßen benannt. Das heißt, die sind absolut präsent in der Vorstellung, die mit den höchsten Werten. Hier haben wir auch einen bestimmten Teil mit niedriger Ressourcenkontrolle und wir schauen uns jetzt ganz kurz den Vergleich an. Ja, das sollte jetzt eigentlich rot sein, der Carsten, und der Carsten würde Signifikanz ankündigen. Wer weiß von Ihnen, was Signifikanz ist? Wissenschaftler reden, schmeißen das immer so durch die Gegend. Noch schlimmer ist, wenn sie von Effektstärken reden. Signifikanz bedeutet ein Ergebnis oder ein Unterschied, der größer ist, als per Zufall zu erwarten wäre. So, was wir sehen, Perceived Popularity, wahrgenommene Popularität, auf die Frage, was denkst du, wer hat in deiner Klasse die meisten Freunde, antworten die Kinder. Und die, die im oberen Feld waren, haben auch signifikant mehr Popularität als die, die im Feld drunter waren. Also hier, wieder zurück. Die Kinder, die im oberen Feld waren, sind nicht beliebter als die, die im unteren Feld waren. Sie sehen hier, die sind sogar, haben sogar Minuswerte. Das heißt, Popularität ja, Beliebtheit nein. Social Impact lassen wir mal weg. Prosoziale Strategien, das sind prosozial zwingende Strategien. Das ist von der Idee des Machiavellismus abgeleitet. Wer tut anderen etwas Gutes, obwohl sie es gar nicht brauchen? Wer tut etwas Positives mit einem bestimmten Zweck? Auch da sehen wir, jetzt muss ich wieder gucken, dass ich den richtigen Knopf habe, sind die, die viel Ressourcenkontrolle haben und von beiden Gruppen, den aggressiven und nicht aggressiven, gleichermaßen benannt werden, deutlich höher als die, die wenig Ressourcenkontrolle haben. Koersiv sind simpel, zwingende Strategien, da sehen Sie auch, sind die, die von beiden Gruppen viele Benennungen kriegen, deutlich höher. Und der Bulli-Z-Wert, mit welchem Wert werden Sie überhaupt als Bulli identifiziert, ist auch hoch. Das heißt, es gibt in der Klasse einen substanziellen Anteil an Kindern, bei denen die Strategie tatsächlich aufgeht, und zwar auf Basis der Wahrnehmung ihrer Mitschüler zum einen und auf Basis der Mitschüler, die eher für Aggression eingestellt sind und derer, die eher gegen Aggression eingestellt sind, gleichermaßen. Das heißt, durch Mobbing kann man in jedem Fall Macht gewinnen. Eine andere Sache, die noch ein bisschen differenziert, die Frage zwischen sozialer Präferenz, also dem Gemochtwerden und der Popularität. Gemochtwerden haben wir ganz am Anfang gehabt, like, least, wen magst du am liebsten? Popularität, wen denkst du, wen die anderen am liebsten mögen? Und was Sie hier sehen, ich mache mal gerade noch die Mittellinie, das heißt, das ist der Nullwert. Schon in der Grundschule, wir haben hier Täter, wir haben hier Assistenten, also die Wasserträger, die würden nie eine Führungsrolle einnehmen, aber die machen mit. Die sind die, die den Füller ins Klo schmeißen, die den Schulranzen auffangen und weiter oder möglicherweise auch mal kurz aus dem Fenster schmeißen. Aber wie gesagt, sie würden nie in die Täterrolle reinrutschen. Wir haben die Verstärker, das sind die dritte aggressive Gruppe, die machen sich nicht die Hände schmutzig. Aber die definieren Mobbing als richtig, indem sie Beifall klatschen und indem sie anstacheln. Wer sind diese Verstärker? Wir sind gerade daran, die uns genauer anzuschauen. Es gab kurz nach dem Börsenkrach eine Studie von, ich glaube, Ökonomen oder Volkswirten, oder ist das das Gleiche, muss ich passen? Die haben in Frankfurt ganz viele Banker gefragt, bezüglich der Frage ihrer individuellen Moral und bezüglich der Einstellung zu dem, was sie in ihrem Job machen. Und es kam genau diese Gruppe der Verstärker auch raus. Und die sagen, wenn die Moral hier so ist, wenn hier die Normen so sind, dann möchte ich zu den Gewinnern gehören. Spannend dabei, die sagen nicht, dann möchte ich nicht zu den Verlierern gehören, sondern die sagen, dann möchte ich zu den Gewinnern gehören. Das heißt, die Verstärker sind eine Gruppe, die für Prävention und Intervention eine außerordentlich spannende sind, weil ich Ihnen auch noch ein bisschen mehr über deren moralische Maßstäbe gleich auf der Schulebene zeigen kann, weil sie nicht mehr aktiv aggressiv sind, sondern nur noch definieren, das heißt also nur verbal etwas kundtun. Was Sie aber sehen, wir haben hier jetzt noch Verteidiger, Outsider, das sind die, die draußen stehen, die vermeintlich nichts tun, und das Opfer. Weshalb ich Ihnen diese Folie eigentlich nur zeige, Sie sehen schon in der Grundschule klare Diskrepanz zwischen gemocht werden und Popularität. Die ist hier bei denen noch nicht so groß bei den Rollen und sie ist jeweils noch unter dem Nullwert. Schauen Sie in der weiterführenden Schule. Erstens,
Die Werte sind hochgerutscht. In der weiterführenden Schule sind Täter beliebter, aber immer noch im negativen Bereich, aber beliebter als also in der Grundschule zum Beispiel. Die Popularität rutscht deutlich über die Nullgrenze hinaus und der Unterschied ist 99% sicher, muss ich jetzt sagen, ich habe die Daten nicht genau im Kopf, sogar noch größer geworden. Sie sehen, die Schere spannt sich auch auf für Assistenten und die Schere spannt sich auf für Verstärker. Das heißt, in der weiterführenden Schule ist es offensichtlich eine Überschätzung der Kinder mit den aggressiven Rollen. Ich selber mag sie nicht, aber ich denke, die anderen mögen sie. Und genau in diesem Feld dazwischen, in dieser Überschätzung, kann Mobbing stattfinden. Man denkt, es ist etwas, was eigentlich in Ordnung ist, weil man glaubt, die anderen finden es auch gut. Andererseits ist die Gruppenzusetzung einer Klasse immer ähnlich. Circa 30% streben nach Dominanz. Das sind Zahlen aus der Evolutionsbiologie und Psychologie, also nicht mobbing-spezifisch. Der formale Kontext, das heißt die feste Klassenstruktur, ist nicht veränderbar, aber es tritt nicht in jeder Klasse Mobbing auf. Das heißt, oder unsere Schlussfolgerung, die sozialen Beziehungen innerhalb der Gruppe sind der entscheidende und für Prävention und Intervention beeinflussbare Faktor. Der Gruppenprozess, hier nochmal ganz kurz die Gruppen vorgestellt, das ist ein Bild aus unserem Büchlein. Tut er jetzt immer noch, oder sehen Sie noch was? Genau, also wir haben hier den Täter. Wir haben hier die Assistenten, die helfen das Opfer. Wir haben hier die Verstärker, die sozusagen lauthals rumproklamieren, was Sache ist. Wir haben hier die Verteidiger, ungefähr 25% einer Klasse. Und wir haben die Außenstehenden, die vermeintlich draußen stehen, die vermeintlich nicht zum Geschehen gehören. Aber Sie sehen schon an die Zahlen und die sind durchaus in den richtigen Proportionen. Es sind in etwa genauso viele Außenstehende in einer Klasse, wie Verteidiger in einer Klasse sind. Und die zusammenschweißen müsste eine Aufgabe von Prävention, also wirklich präventiv schon sein, und von Intervention, weil sonst rutschen die möglicherweise zumindest ein Teil von denen auf die falsche Seite. So, ganz kurz Gruppendynamik. Sie haben hier den Täter und seine Aggression. Sie sehen einen Verteidiger, der dagegen agiert und eigentlich passiert in der Klasse nichts. Das könnte am Anfang eines Mobbingfalls sein. Da haben Sie dann durchaus richtig Trouble in der Klasse, ja? Weil die Täter oder der Täter versucht, auch den Assistent vielleicht noch ein bisschen mit, aber die Verteidiger setzen etwas dagegen und sagen, hier läuft nicht. Jetzt haben wir es mal anders. Wir haben nämlich den Täter und den Verstärker zusammengetan und die verstärken sich gegenseitig. Wenn wir jetzt den Verteidiger wieder, es ist ein Modell, dazu tun, dann sehen Sie, es geht nicht mehr auf Null. Aber wenn wir jetzt noch Außenstehende hier hätten, die tatsächlich zumindest unterstützend für die Verteidiger auch noch das Geschehen beeinflussen, dann könnte man diese Linien, nochmal gesagt, es ist ein Modell, ein Denkmodell, tatsächlich wieder auf Null kriegen. So, moralische Kompetenz, das lassen wir, glaube ich, mal weg. Meta-Analysen, das habe ich Ihnen vorhin schon gesagt, die effizientesten Interventionen kommen tatsächlich aus der Klasse selber. Und in 25% der Mobbing-Episoden intervenieren Mitschüler und sie sind in 2 von 3 Fällen dabei tatsächlich erfolgreich. Die letzten beiden Bullet Points sind die Ergebnisse einer Studie von Deborah Pepler. Sie hat die schon vor 20 Jahren, glaube ich, gemacht. Es ist eine Beobachtungsstudie und das ist in der Psychologie zumindest die Königsdisziplin, weil Beobachtung ist dann ungestelltes Verhalten und nicht mehr nur Befragung. Von daher dürfen wir diesen Befunden tatsächlich in hohem Maße glauben. Ich finde, wie soll ich das jetzt sagen? Ich kann jetzt nicht sagen, glauben Sie Psychologen, das ist ein Quatsch. Sie müssen einfach glauben, dass wir unsere Techniken und unsere Experten, dass wir unser Business genauso gut beherrschen, wie sie ihre Arbeit beherrschen. Und sie wissen genau, um tatsächlich Befunde generalisierbar zu publizieren, das ist ein relativ hartes hartes Business. Das heißt, es gibt verschiedene Peer-Reviewer und Journals, die sehr, sehr kritisch drauf gucken und dann tatsächlich sagen, das ist so überzeugend, ihr habt das sauber gerechnet, ihr habt eine Stichprobe, aus der man das tatsächlich sagen kann, wir veröffentlichen das, was ihr gefunden habt. Also es ist keine Meinung, was wir als Empirie veröffentlichen, sondern tatsächlich nach allerbestem Forschungsstand die Realität in theoretische Modelle abgebildet. So, das wäre das Ziel, das haben Sie sich jetzt aber schon gedacht. Wir hatten hier nochmal die Klasse, die ich Ihnen vorhin schon gezeigt habe.
Die Außenstehenden sollen mit ins Boot kommen. Mehrheiten schaffen auch mal eine andere Art der Darstellung. Die 25% Verteidiger, die wir in einer Klasse im Durchschnitt haben, und das sind nicht nur Daten aus Deutschland oder Österreich, sondern auch Daten, die in England, Spanien, auch Amerika und sogar in Indien interessanterweise erhoben wird. Diese Prävalenzraten, das heißt die Häufigkeit des Auftretens, ist tatsächlich relativ ähnlich, macht auch einen gewissen Sinn. Menschen haben in ihrem Verhalten eigentlich drei Richtungen, in denen sie sich verhalten können. Positiv auf den anderen zu, aggressiv auf den anderen zu oder sich wegdrehend, das heißt ignorierend. Und das finden Sie natürlich hier auch abgebildet. Sie sehen aber zugleich auch, dass wir 30% aggressive Kinder haben, das heißt über viele Studien hinweg gemittelt ungefähr 10% Täter, ungefähr 10% Assistenten, ungefähr 10% Verstärker. So viele Täter? Ja und nein. Es gibt schon Kinder, die auch in diese Täterrolle reinrutschen können oder mit Untertäterverhalten zeigen. Aber wir finden in fast allen Klassen ein Kind mit einem ganz besonders hohen Täterwert und einem Kind mit einem ganz besonders hohen Opferwert. So, noch eine andere Darstellung, und zwar jetzt tatsächlich aus der Juristerei beeinflusst. Vielleicht ist Ihnen das sogar bekannt, ist das Modell der konzentrischen Kreise. Wir haben hier, was die Strafbarkeit des Verhaltens angeht, auf der einen Seite den Täter, der zuhaut. Da ist die Strafbarkeit eigentlich gar keine Frage. Wir haben die Assistenten, das sind die, die mithelfen. Auch die würden strafrechtlich belangt. Wir haben die Verstärker, die daneben stehen, die bei einem Autounfall behindern, aber nichts, sozusagen nichts beitragen, es nicht verhindern. Und die sind auch in unserem Rechtssystem und auch in Ihrem Rechtssystem, die von denen Juristen sagen würden, das sind die ersten, die man umdrehen kann. Sie sind sozusagen noch im Geschehen, aber am weitesten am Rand. Wir haben auf der anderen Seite die missachteten Rechte, das ist ganz klar, da geht es ums Opfer. Die Verteidiger, die am ersten diese Rechte noch schützen. Und die Außenstehenden, die eine negative Einstellung zu Mobbing haben, die finden es nicht gut, aber sie tun in der Regel nichts. Und wenn, vielleicht ein gewisser Anteil macht mal ein bisschen was, aber nicht ausreichend. Das heißt, die müssten tatsächlich mit den Verteidigern in irgendeiner Art und Weise verbandelt werden. Und es gibt auch ein paar Ideen, wie man das machen kann. Außenstehende haben nämlich, man denkt bis jetzt immer, das sind Feiglinge, und die selber denken ja auch, wieso, ich mache doch gar nichts. Ja, Erich Kästner, das fliegende Klassenzimmer, an jedem Blödsinn, der passiert, sind nicht nur die Schuld, die es machen, sondern auch die Schuld, die erlauben, dass es passiert, die es zulassen. Gut, Erich Kästner, das hatte natürlich jetzt auch nicht, das bezog sich nicht nur auf Schulen, sondern das kann man durchaus auch historisch eingeordnet sehen, und so war es auch ganz sicher gemeint. Inzwischen, das heißt in den letzten 5, 6, 7 Jahren gibt es gibt es einige Forschung zu den Außenstehenden. Was wir sicher wissen, die haben eine Anti-Mobbing-Haltung, die finden Mobbing in der Regel ausgesprochen doof. Sie bevorzugen das Opfer indirekt zu unterstützen, trösten oder Hilfe holen. Und jetzt überlegen Sie mal, wir haben inzwischen aber noch nicht publiziert gefunden, die Verteidiger mögen die Außenstehenden nicht. Haben Sie eine Idee, warum? Die trösten oder die holen Hilfe? Stellen Sie sich mal vor, die holen Hilfe und gehen zum Lehrerzimmer und kommen zurück und nichts ist passiert. Mit denen kann man keinen Blumenpott gewinnen. Ne? Blöde Strategie. Die trösten, wo tröstet man denn? Tröstet man mitten im Geschehen? Nein, in der Regel versucht man ein bisschen denjenigen, der schikaniert worden ist, aus dem Feld zu nehmen und auszutrösten. Das heißt, die zeigen sowohl mit Hilfe holen, wenn sie bei den Lehrern sozusagen keine Aktion auslösen können, wie mit Trösten, zeigen sie ihr Verhalten eben nicht so häufig, dass die anderen wirklich sehen, die tun ja was. Das ist eher ein bisschen verborgen, das heißt indirekt. Und deshalb ist die Ansicht der Verteidiger, die tatsächlich einfach sagen, hier komm, lass das, ja, oder ey, das geht so nicht, und sich da jedes Mal ins Geschehen werfen. Der Eindruck über die Außenstehenden ist tatsächlich, mit denen kann man keinen Blumenpott gewinnen, ja. Warum helfen die eigentlich nicht? Außenstehende geben direkte Unterstützung vor allem denen, mit denen sie befreundet sind. Auch das wäre noch ein Ansatz für Prävention, Intervention zu sagen. Ein engeres Netz, zum Beispiel Kontakthypothese, räumliche Nähe schafft soziale Nähe. Auf diese Art und Weise an Prävention ranzugehen. Und den letzten beiden Punkt habe ich eigentlich schon gesagt. Gucken wir uns die Außenstehenden ganz kurz an, weil sie ja offensichtlich mit 25% eine ganz entscheidende Gruppe in der Klasse sind. Und was Sie sehen, knapp 60% der Außenstehende sind wirklich nur Außenstehende.
die haben keine zweite Verhaltenstendenz. Und mit den Subgruppen gucken wir sozusagen eine zweite Verhaltenstendenz an. Die kriegen bei uns ganz viele Nominierungen auf außenstehend, also mehr als im Mittelmaß der Klasse, die Kinder kriegen. Aber einige Kinder sagen, nee, manchmal hilft der auch. Oder manchmal macht er auch bei den Tätern mit. Das wäre hier die orangefarbene Gruppe, die Proboli-Gruppe. Die sind Außenstehende, aber manchmal zeigen sie auch Verhalten, was in Richtung Aggression geht. Nicht viel, aber etwas. Und dann haben wir hier die Verteidiger, 9%, also die helfen manchmal und greifen manchmal ein. Und ungefähr 11%, die auch an manchen Stellen in eine Opferrolle reinrutschen. Aber dieses, die Außenstehenden tun nichts, weil sie Angst haben, zum Opfer zu werden, ist damit, glaube ich, auch ein Stück weit vom Tisch. Wie gesagt, 10% ist tatsächlich relativ wenig. 10% oder 11% der Außenstehenden. Außenstehende 25% davon, dann sind wir bei 2-3%. Das ist also eine eher kleine Gruppe. Das heißt, auf der einen Seite ist diese Gruppe ganz interessant, die 60%, die nur Außenstehende sind, die nichts tun. Auf der anderen Seite ist die Proboli-Gruppe nicht uninteressant. Ich zeige Ihnen gleich, warum. Und weil die können nämlich möglicherweise in die Täterrunde abrutschen und auf der dritten Position wären die, die auch manchmal verteidigen. So, das sieht wieder ganz schwierig aus, ist es aber nicht. Was Sie hier sehen, das sind die Außenstehenden. Und wir haben jetzt verglichen, wie weit ähnelt jemand, der Außenstehender ist, aber auch Proboli-Verhalten zeigt, manchmal. Oh, ich kriege jetzt hier schon so gezeigt, jetzt muss ich ganz schnell reden. Wie weit ähnelt der denen, die wirklich Proboli sind? Und jetzt müssen Sie hier schauen, das sind Differenzwerte. Die sind in ihrer Popularität, in ihrer sozialen Präferenz, in ihrer Beliebtheit und in ihrer Empathiefähigkeit nahezu genauso wie die Probolis. Das heißt, hier liegt ein ganz erhebliches Risiko. Und was spannend ist, die Probolis haben die Außenstehenden auf dem Schirm. Können Sie sich vorstellen, warum? Das sind die, die die Füße stillhalten. Und wenn es darum geht, in der Klasse tatsächlich diejenigen zu sein, die das Sagen haben, dann muss man gucken, von wem muss ich Gegenwehr erwarten und wer hält die Füße still. Bei den Verteidigern sehen Sie hier relativ hohe Werte. Das heißt, einer, der Außenstehender ist und ein bisschen verteidigendes Verhalten zeigt, ist noch lange nicht in dem sozialen Status, Popularität, Beliebtheit wie ein Verteidiger selber. Das lassen wir weg, das lassen wir auch weg, das lassen wir auch weg. Moralische Werte lasse ich jetzt auch weg. Da können wir aber tatsächlich, da finden Sie in einem Manuskript, was ich auch gerne Ihnen zum Weiterverteilen noch geben kann, noch einiges dazu. Weshalb ich Ihnen das zeige, das sind 5 moralische Säulen, die zum Beispiel von Alan Fiske proklamiert sind und Jonathan Haidt. Weshalb ich Ihnen dieses nur zeige, ist die Assistenten, wo sind sie? Hier, die Orangen, sind in ihrem moralischen Profil nahezu so wie die Verteidiger und die Außenstehenden. Ganz anders sind Verstärker und Täter. Das sehen Sie, die haben eigenes Profil. Und wir haben hier In-Group, das ist einer für alle, alle für einen so ungefähr. Der Wert ist für Verstärker besonders hoch. Das heißt, die übertragen das normalerweise, wenn Mobbing stattfindet, auf die aggressive Gruppe. Aber auch da wäre ein Ansatz zu sagen, wenn wir es schaffen, die Verteidiger, denen so viel Verständnis über das Mobbing-Phänomen beizubringen, dass sie ihres alle für einen, einer für alle auf die ganze Gruppe übertragen, dann könnten sie tatsächlich unterstützend für Prävention und Intervention sein. Das geht aber ganz sicher nur, wenn die Täter, respektive deren Aktionen, wenn denen der Boden unter den Füßen weggezogen ist. Was nicht heißt, dass die gemobbt werden, was nicht heißt, dass die bestraft werden. Was ganz simpel nur heißt, mit diesen Aktionen findet ihr an dieser Schule keine Popularität und keine Begeisterung. Das machen wir jetzt alles ganz schnell durch, weil ich schon so streng angeguckt werde. Verstärker und Täter bewerten die Werte, die sich auf soziale Beziehungen beziehen, nämlich Autorität wird anerkannt, Purity gibt es in Deutschland nicht so richtig, das ist so ein bisschen dieses eine weiße Weste behalten als Wert und eben In-Group, das heißt einer für alle und alle für einen, deutlich höher als diejenigen, die Mobbing eher negativ gegenüber eingestellt sind und wen sollte es wundern, Wertschätzung und Sorge für andere wird von Tätern und Verstärkern nicht so hoch eingeschätzt. Verteidiger und Außenstehende hingegen bewerten Wertschätzung und Sorge für andere und Fairness deutlich höher als an der anderen. Das können wir auch weglassen, das können wir auch weglassen. So, und das muss ich jetzt, glaube ich, leider auch weglassen, weil sonst kriege ich hier von Frau Meier ganz doll geschimpft.
geschimpft, was es aber darstellt. Das ist der erste Versuch, eine Stromplatine. Der Verlauf von Strom ist Ihnen mehr oder weniger klar. Das heißt, es kann entweder verstärkt werden, der Verlauf von Strom, oder er kann durch Widerstände blockiert werden. Was Ihnen dieses, wenn ich jetzt Zeit hätte, zeigen würde, wäre, hier ist ein relativ enges und dichtes System. Systemnutzung, die mögen sich gegenseitig, die unterstützen sich so ein bisschen mafiöse, in mafiöser Art und Weise. Allerdings Verstärker, da ist eine deutlich höhere empathische Wahrnehmung. Ich begreife, was passiert. Denken Sie an die Banker. Ich sehe, was da ist. Ich finde es nicht gut, aber wenn die Normen hier so sind, dann möchte ich zu den Gewinnern gehören. Das heißt, über deren Empathie könnte man hier eine Art Widerstand erzeugen, dass hier die Täter von denen noch viel Unterstützung kriegen. Moral Disengagement, Außenstehende zeigen weniger Distanzierung, und auch die Pro-Bully-Außenstehenden, also die, die hier und da bei den Tätern mal mitspielen, die zeigen nicht das, was man sagt, ja, moralische Distanziertheit im Sinne von, ah, ist ja selber schuld, mein Gott, guck mal, die anderen machen es ja auch alle in der Klasse und schikanieren den und machen blöde Sprüche und so, kann ja dann so schlimm nicht sein. Und ganz entscheidend, und das ist das, was wir jetzt untersuchen und was man am 6. Dezember im deutschen Fernsehen auf dem WDR auch das Experiment tatsächlich anschauen kann in der Sendung Quarks und Kaspers. Wir untersuchen aus der Helferforschung entliehen, ob die Außenstehenden blockiert sind. Klassischer Fall, habe ich noch 2 Minuten? Okay. Stellen Sie sich vor, in Ihrem Umfeld ist jemand plötzlich schwer krank, sagen wir an Krebs erkrankt oder sogar eine Diagnose, wo man sagt, das führt zum Tod und zwar schneller als erwartet. Wie reagieren die Leute in Ihrem Umfeld? Die einen reagieren unterstützend und die anderen sind plötzlich distanziert, und zwar nicht, weil sie den anderen nicht mehr mögen, sondern weil ihre eigene Angst vor dem, was sie da jetzt sehr präsent erleben, sehr, sehr hoch wird. Das heißt, sie erkennen das Leid des anderen, aber es wird zu ihrem eigenen Leid. Sie leiden mit, also sie fühlen nicht nur mit, sondern sie leiden mit. Das ist ein sehr aversives Gefühl. Und die Konsequenz, versuchen sich zu erinnern, ist Ihnen sicher schon mal begegnet, ist, dass man sich eher abwendet. Konditionierung, das führt zu einem direkten Erfolg, man fühlt sich gleich ein bisschen besser. Wenn ich mich nicht jeden Tag damit auseinandersetzen muss, dass ich diese Freundin möglicherweise verliere, dann geht es mir besser. Das ist ein hoher Stress und Sie können sich vorstellen, das ist hochgradig erlernt, dieses Verhalten. Das heißt, ich spüre etwas aversiv, weil ich es so intensiv empfinde, ja, und in dem Moment, wo ich mich davon distanziere, fühlt es sich für mich besser an. Das ist ein super Verstärkungsmechanismus. Was wir untersuchen und was wir messen, ist, dass die Kinder tatsächlich, die Außenstehende sind, in ganz besonderem Maße Stress erleben, während gemobbt wird. Das heißt, deren Hautleitfähigkeit geht hoch. Bei denen geht der Cortisol-Level, also Sie wissen, Ereignis, ich bin geschockt, ich nehme etwas wahr. Erst kommt das Adrenalin, das hält aber nicht lange, wird relativ zügig abgebaut. Danach wird, damit man in einer Stresssituation noch länger Aufmerksamkeit auf das Ereignis hat, so sie bedrohend wird, Cortisol nachgeschossen vom Körper, und das kann man messen. Und unsere ersten Messungen zeigen schon relativ deutlich, dass das tatsächlich rauskommt. Das heißt, die Außenstehenden sind nicht die Kinder, die nicht wollen, die Ignoranten sind, sondern die tatsächlich blockiert sind, weil sie wahrnehmen und es sie so erschüttert, sie es so stark als Leid empfinden. Das ist auf den ersten Moment komisch. Auf der anderen Seite ist es aber wunderbar, wenn es sich so beweist, weil auch dagegen kann man etwas tun. Und wenn Sie überlegen, Helferforschung, da gibt es dieses Phänomen genauso, allerdings auch noch nicht wirklich auf der physiologischen Ebene untersucht. Was macht man, wenn man Zivilcourage fördern möchte? Man sagt, es muss nicht jeder in so einen Akt reingehen, wo es gerade schlimm ist. Aber wenigstens das Mobile aktivieren, damit Hilfe geholt wird. Oder derjenige sein, wenn einer sagt, du mit der schwarz-grauen Krawatte, ich brauche jetzt deine Unterstützung, Hand hinhalten. Wenn Sie das in der Klasse implementieren können, können Sie den Stress abbauen, weil dadurch kommt wieder eine Art Selbstwirksamkeitserleben dazu. Und das andere ist, stellen Sie sich mal vor,
jemand, der außenstehender ist und der denkt, jetzt muss ich endlich mal was machen. Ja? Kind wird auf dem Schulhof gemobbt, wird geschlagen oder so. Und der Außenstehende dazwischen und langt dem einfach ein oder gibt ihm eins auf die Nase. Was machen Sie als Lehrer? Also Sie haben da jemanden mit einer blutenden Nase und ein Kind, was es offensichtlich war. Und Ihre Ahnung ist, dass der mit der blutenden Nase eigentlich der Täter ist. Was machen Sie? Also mein Vorschlag wäre zu sagen, hey Bursche oder hey Mädel, das geht gar nicht, was du gerade gemacht hast, aber du kriegst den ehrenvollsten Verweis oder Hinweis, wie heißt das hier bei Ihnen in Österreich, den ich jeweils vergeben habe. Auf Deutsch, ich sehe, was du tun wolltest. Ich finde es ganz klasse. An der Ausführung müssen wir allerdings tatsächlich noch arbeiten, weil für offene Gewalt auf dem Schulhof gibt es ganz einfach einen Hinweis, ja, oder eine Strafe oder was auch immer. Das heißt, ermutigen und auch da wieder trainieren. Auf der anderen Seite ganz bedeutsam, den Verteidigern in einem gewissen Maß verständlich machen, was es bedeutet, emotional overwhelmed oder erschüttert zu sein und dass tatsächlich eine starke emotionale Empfindung auch dazu führen kann, jetzt stehen Sie schon auf, dass man tatsächlich gar nichts mehr tun kann. Das heißt, da kann man mit relativ einfachen pädagogischen Tricks, hätte ich jetzt beinahe gesagt, Strategien und Techniken eine ganze Menge erreichen. So, das können wir alles weglassen, das können wir auch weglassen, das würde ich nicht gerne weglassen und ich weiß in Ihrem Grundgesetz, oder heißt das bei Ihnen auch so, Grundgesetz? Haben Sie auch, ne? Also haben Sie sicher, genau. In Deutschland ist das der Artikel 2 und der heißt, jeder Mensch hat das Recht auf freie körperliche und seelische Entfaltung und jetzt schließe ich an Sie wieder an. Dieses sollte in jedem Fall auch für Kinder gelten. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.